Naomi Judd ist tot. Die mehrfach ausgezeichnete Country-Sängerin, Mutter der Sängerin Winona Judd und der Schauspielerin Ashley Judd, starb nach einer psychischen Erkrankung. Die US-amerikanische Country-Sängerin Naomi Judd, Mutter der Sängerin Winona Judd und der Schauspielerin Ashley Judd, ist tot. Wir Schwestern haben heute eine Tragödie erlebt, hieß es am Samstag in einer Mitteilung der Schauspielerin auf Instagram. Sie hätten ihre wunderschöne Mutter durch eine psychische Erkrankung verloren. Diese Erklärung wurde auch auf der Twitter-Seite von The Judds veröffentlicht. Unter diesem Bandnamen waren Naomi und Tochter Winona als Country-Duo bekannt. Ein Sprecher von Ashley Judd bestätigte den Tod der Sängerin dem Sender CNN. Naomi Judd wurde 76 Jahre alt. Am Sonntag Aufnahme in Country Hall of Fame. Als Country-Duo machten The Judds seit den 1980er Jahren Musik. Sie wurden durch Hits wie Mama He's Crazy, WHY Not Me, Love Can Build a Bridge und Girls, Night Out bekannt. Die mehrfachen Grammy-Preisträgerinnen standen kürzlich noch gemeinsam auf der Bühne. Am Sonntag sollten The Judds in die Ruhmeshalle Country Music Hall of Fame aufgenommen werden. In früheren Interviews habe Naomi Judd offen über Depressionen und Angstzustände gesprochen, berichtete der Sender CNN. Viele Kollegen, darunter Travis Tritt, Carrie Pierce und Mal Morris, reagierten bestürzt auf die Todesnachricht. Die Country-Musik hat eine wahre Legende verloren, schrieb Sängerin Carrie Underwood auf Twitter. Werbung.